Grüß euch, liebe Gartl- und Werkeln-Fans. Ich habe heute da ein bisschen gar schief gemacht, ein bisschen noch die ganz alten, abblähten Blumen weg und wir machen jetzt ein bisschen eine Frühlingsdeko. Ich weiß, es ist noch ein bisschen zu früh, bei uns wird es noch richtig kalt werden, aber ein paar Farbklecks gehören schon her, dass ein bisschen eine Frühlingsstimmung kommt. Und das machen wir jetzt da. Eigentlich ganz einfach. Ein paar Primeln, ein Hyazinthner, eine Narzissen und eine Gänseblümchen sind da hinten schön geschützt in dem Eck drinnen. Die Purpurglöckchen und den Efeu lasse ich noch drinnen. Der Efeu bleibt sowieso das ganze Jahr, aber die Purpurglöckchen schauen ein bisschen zerfledert aus, aber die werden sie wieder da fangen. Und dann werden wir das noch ein bisschen dekorieren mit so ein paar bunten Bändern und ein bisschen geäst. Und fertig ist unser Frühlingsdeko. Ist überhaupt keine Hexerei. Ist in 5 Minuten erledigt, kostet ein paar Euro und so holt man sich den Frühling ein bisschen früher vor die Haustür. Und da drüben habe ich noch ein kleines Kisterl und das machen wir jetzt auch noch schnell. Und der Winter ist ja eigentlich eh schon viel zu lang. Und mit den kleinen Spülereien und ein bisschen um und um kommen und ein bisschen um und um basteln, werden die Garten-Junkies ein bisschen befriedigt und sind nicht so ungeduldig, bis der wirkliche Frühling kommt. Da haben wir jetzt noch eine weißen Gänseblümchen. Und daneben tun wir noch ein paar Tulpen rein. Das Currykraut da von der Herbstdeko hat sich recht gut gehalten. Tulpen tun wir da vorne hin. Und zack, und es ist erledigt. Und wie halt immer waren die Augen größer als unsere Blumentöpfe. Hilft halt nichts, müssen wir ein bisschen improvisieren. Ich habe da noch ein paar so bunte Keramiktöpfe. Da tun wir die restlichen Knollenpflanzen jetzt verteilen und arrangieren die einfach da neben der Stirn, dann schaut das sicher lieb aus. Die Töpfe werden wir natürlich noch schön abwischen, da noch alles sauber machen, dann hupfe ich einen Sprung in den Wald rauf und hole mir ein paar Astel und ein bisschen ein Dekozeug für die Schalen und dann sehen wir uns wieder. Das war's, fertig sind wir. Ein bisschen ein paar Bandel, ein paar Astel, ein paar vortriebene Knollen vom Baumarkt oder vom Blumenhandel, ein bisschen eine Deko und es schaut wieder lieb aus. Mich würde jetzt interessieren, wie macht ihr das? Wie überbrückt ihr die? Ich bin schon ganz zum Gatteln aufgeregt bis zum Frühling, wo wir wirklich was draußen machen können. Schreibt uns das in die Kommentare und über ein Abo würden wir uns auch freuen. Bis zum nächsten Mal.